Nach 4 Jahren Warten ist es endlich soweit. Die größte Landtechnikmesse der Welt öffnet ihre Tore. Auf 30 Hektar Fläche werden die neuesten Hightech-Maschinen präsentiert. Wir haben uns für euch auf der Agritechnica 2023 umgeschaut. In unserem Rundgang zeigen wir euch die spannendsten Highlights der diesjährigen Messe. Los geht's! Beginnen wir in Halle 20 bei Akko. Fendt zeigt hier die neueste Vario-Generation. Vor 4 Jahren staunten alle über den 900 Vario mit MAN-Motor und Niedrigdrehzahlkonzept. Sowohl die Optik als auch die Technologie und das Bedienkonzept wird seitdem auf die kleineren Baureihen übertragen. Hier zu sehen ist der neue Fendt 728 Vario mit maximal 300 PS, der inoffizielle Nachfolger des 800er Vario. Ein klarer Strategiewechsel ist hier sichtbar. Damals war der 800er noch ähnlich groß und schwer wie die leistungsstärkere 900er Baureihe. Heute will man die 300 PS auf kompakten Abmessungen unterbringen. Neueste Neuigkeit ist aber der 600 Vario. Im Hinblick auf die alte Favorit-Serie denkt man an hubraumstarke Eisenschweine. Genau das Gegenteil ist aber der Fall. Die maximal 200 PS werden aus einem Vierzylindermotor gezogen. Das Akkuaggregat wurde hierfür extra überarbeitet. Dennoch stellt sich die Frage, würdet ihr in diesem Bereich eher zum Sechszylinder greifen? Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Weitere spannende Highlights bei Fendt sind die neuen alternativen Antriebskonzepte. Beispielsweise startet die E100 Vario Generation nun in die Serienreife. Auch Wasserstofftraktoren und Agrarroboter werden hier vorgestellt. Die Ideen sind anscheinend so zukunftsträchtig, dass sich sogar der Bundeslandwirtschaftsminister hier im Hintergrund informiert. Altbekannt sind die Fendt-Erntemaschinen Katana und Ideal. Weniger bekannt sind die umgebrandeten Challenger-Maschinen mit Fendt-Logo. Hier zu sehen ist eine XXL-Feldspritze mit maximal 40 Meter Gestänge und minimal 3,90 Meter Transportbreite. Auch diese Einzelkorn-Sämaschine Fendt Momentum ist nichts für deutsche Flächengrößen. Dennoch spannend zu sehen, in welche extremen Größendimensionen die Landtechnik heute vordringt. Aber schauen wir weiter zu Valtra. Die Q-Serie wird hier zuvor das präsentiert. Es ist das neue Modell im Bereich 230 bis 300 PS. Also das Bindeglied zwischen T- und S-Serie. Auch letztere wird hier neu vorgestellt. Nicht nur das neuartige Design ist hier anders, nein, es ändert sich einiges. Spannend zu wissen, ältere S-Generationen wurden bei MF in Frankreich gebaut und waren technisch extrem ähnlich zum 8000er. Diese Generation wurde aber in Finnland konzipiert und wird auch dort zukünftig hergestellt. Klar sind hier auch konzerneigene Akku, also ehemals SISO-Motoren verbaut, die es im Topmodell auf bis zu 420 PS bringen. Ein echter Platzhirsch fürs Holzhacken, Forstfräsen oder auch für die Großlandwirtschaft. Choose to take control. Choose to work the field first. Choose to work the headland first. Choose to work the way you want. Choose to save time. Auch MF hat in diesem Bereich nachgelegt und zeigt den neuen 9S als Nachfolger der 8000er Generation. Das Fahrzeugkonzept wurde der erfolgreichen 8S-Serie angeglichen. In Sachen Forsttechnik gibt es ebenfalls Neues. Ihr kennt mit Sicherheit die Cobra-Serie von Jens, als LKW-Hacker, die anstatt der normalen MAN-Kabine eine drehbare Xerion-Plattform haben. Vorgestellt wird hier die Serie Hacktor. Sie wurde komplett neu entwickelt mit einer speziellen Kabine extra fürs Holzhacken. Diese kann jetzt auch nach oben hin teleskopiert werden, wie es bisher nur der Albach Diamant konnte. Neu auf dem Stand von Klaas ist das überarbeitete Traktor-Flaggschiff der neue Xerion 12.
wahlweise 580 oder 650 PS aus einem 15-Liter-Motor vom Mercedes-Benz werden hier erreicht. Die beiden Varianten gibt es entweder als Truck, also die Radmaschine, oder eben als Terratruck-Raupenschlepper. Besonders ist hier vor allem die Fähigkeit des autonomen Fahrens. Im Wettbewerbsfeld der Maschine, also Bodenbearbeitung und Saat auf XXL-Flächen, wird das wohl zunehmend Bedeutung gewinnen. Spannend ist auch der Evion, ein Made-in-China-Mähdrescher im Kompaktsegment. Klingt erstmal ziemlich komisch, aber vielleicht kann Klaas dann mit geringerem Preis im Markt für Eigenmechanisierung mehr punkten. Und wenn wir schon im Bereich Kompaktmaschinen angekommen sind, hier der neue Nexos Plantagenschlepper. Das Modell wird von Carraro in Italien gebaut, genau wie die Plantagenschlepper von MF und John Deere. Alle drei sind technisch auch ziemlich identisch. Etwas Sehenswertes gibt es auch bei Verwaard zu sehen. Die niederländischen Gülle-Selbstfahrer gibt es wahlweise in der Vierrad-Version, selbstverständlich mit Reifendruckregelanlage. Oder, wenn es etwas mehr sein darf, auch mit 5 Rädern und einer teleskopierbaren Achse. Besonders für Grünland und Hangflächen kann das riesige Vorteile bringen. Richtig große Maschinen gibt es auch im Markt für Kartoffeltechnik. Hier ein Beispiel von Grimme. Den Vogel schießt aber der DeWulf mit einem Dreiachsruder ab. Die Proportionen dieser Maschine sind wirklich beeindruckend. Und der Witz ist, dieser vierreihige Enduro ist noch nicht mal das größte Modell des Herstellers. Die Komponenten darin sind dennoch auf eine Leistung von sage und schreibe 200 Tonnen pro Stunde ausgelegt. Von John Deere gibt es dieses Mal wenig Neuheiten. Spannend zu sehen sind dennoch die X9-Maschinen wie auch der preisgekrönte 9RX-Raupenschlepper. Bei Krone stehen die Zeichen auf Zukunft. Der neue Traktor, der in Zusammenarbeit mit Lemken entstand, fährt komplett autonom. Das Fahrwerk wird elektrisch angetrieben, die Energie liefert aber dennoch ein Verbrennungsmotor, der wiederum einen Generator antreibt. An den Seiten der Maschine sind die Sensoren zu sehen, die bei zu nahe kommen eines Objekts an die Maschine einen Nothalt auslösen. Sehenswert sind auch die Big X-Modelle, trotzdem es dieses Jahr keinen neuen Dreiachsfeldhäcksler gibt, wie er auf manchen YouTube-Videos bereits zu sehen war. Spannend ist die mittlerweile bewährte Teleskopkabine. Bis zu 70 cm Höhe können dadurch herausgeholt werden. Extrem viel Neues gibt's bei CNH zu sehen. Zu nennen sind hier die T6 und T7 Modelle mit Biomethanmotor, aber auch vollelektrische Batterietraktoren von Keisu New Holland wurden vorgestellt. Beide Systeme haben ganz spezielle Vor- und Nachteile, diese zeigen wir euch aber in einem weiteren Video.
Die Agritechnica ist dieses Jahr wirklich die Bühne für neue XXL-Traktoren. Auch die Pioniere des knickgelenkten Raupentraktors, also KZH, stellen eine neue Generation des Quadtrax vor. Im Vergleich zu Klaas ist hier noch mehr Leistung geboten, bis zu 780 PS. Damit ist der Mega Quadtrax der größte KZ-Traktor aller Zeiten. Die Leistung zieht er aus einem 16 Liter FPT-Motor und wird in ein Laschschaltgetriebe eingespeist. Das stufenlose CVT-Getriebe ist für die hohe Leistungsklasse nicht vorgesehen. Neu sind bei CNH auch einige Kompakttraktoren, darunter der neue Quantum Plantagenschlepper, wie auch der Nachfolger der Kompaktserie von Steyr. Plus heißt die neue Serie, die nicht mehr in Österreich, sondern ab jetzt in Italien gebaut wird. Wer den Kompakt kannte, der wird aber schnell feststellen, dass hier ziemlich viele Dinge komplett identisch sind. Neu sind die gefederte Kabine, einige Digitalsysteme und die Motorhaube. Ob dieses Design aber wirklich eine Verbesserung ist, darüber kann man sicherlich streiten. Sowohl Case als auch New Holland haben aber auch eine Menge verschiedener Mähdrescher im Angebot. Topmodell ist der neue New Holland CR11, ein Doppelaxialmähdrescher mit 780 PS und einem 15 Meter Schneidwerk. Obwohl dieser schon in atemberaubende Dimensionen vorstößt, geht es noch größer. Der Nexart ist der größte Mähdrescher der Welt. Das 14 Meter breite Widespan-Wechselträgerfahrzeug steuert immer in derselben Spur, von der Saat bis zur Ernte. Das 31-reihige Geringhoff-Schneidwerk arbeitet mit einem Reihenabstand von 50 cm. Korntank und Entladerohr scheinen wie von einer anderen Welt. Trotz dieser immensen Leistungsfähigkeit kann das Fahrzeug durch Fahrt in Längsrichtung auf der Straße bewegt werden. Die Anbaugeräte wie Sämaschine, Güllefass, Feldspritze und Mähdrescher sollen in wenigen Minuten wechselbar sein. Der Deutz-Fahrstand steht auf der Agritechnica im Zeichen der neuen 6er Generation. Es ist die umfangreichste und beliebteste Serie von Deutz. Sie wird im bayerischen Lauingen gebaut. Die Spanne reicht vom 130 PS Vierzylinder bis zum 230 PS Großtraktor. Ein seltener Anblick im Agrarbereich ist der Unimog. Seit seinem Comeback ist er eher im Kommunalbereich zu finden. Vielleicht gerade deshalb zeigt ihn Mercedes hier mit Agrarbereifung und Mähkombination. Hier ist noch etwas sehr Spannendes zu sehen, eine Selbstfahrfeldspritze, die ihre Kabine mit einer Linearführung in der Höhe verfahren kann. Bei JCB dreht sich vieles um das Thema Lader. Einerseits sticht hier der kleine E-Lader heraus. Auf der anderen Seite aber auch der neue Teleskopradlader. Mit diesem ist JCB wirklich ein Erfolg gelungen. Besonders in Biogasanlagen hat sich das Fahrzeug in sehr kurzer Zeit stark verbreitet. Ähnlich wie Lempen will auch Kuhn im Bereich autonomer Schlepper Fuß fassen. Der neue Karl ist ein Raupentraktor, der vorne und hinten Anbaugeräte tragen kann. Das Fahrzeug wird mittels Satellitennavigation gesteuert. Wie ist eure Meinung zu diesen Entwicklungen? Schreibt's gerne in die Kommentare. Bei Pöttinger wird eindrucksvoll gezeigt, wie gut sich die Mähwerke an wechselndes Gelände anpassen. Besonders im Produktionsland Österreich ist das ein großes Thema.
Die Bodenbearbeitungsgeräte aus Landsberg werden zudem durch verschiedene Ökomaschinen ergänzt, etwa Striegel, Rollhacke oder herkömmliche Hackgeräte. Mit diesen Eindrücken verabschieden wir uns von euch. Wir hoffen, euch einen schönen Einblick in die Highlights der diesjährigen Messe gegeben zu haben. Wenn ihr weitere Landtechnik-Videos sehen möchtet, schaut gerne auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Wir freuen uns über euer Abo oder einen Daumen nach oben.